Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerletzten Video auf diesem Kanal. Am 18.12.2016 habe ich hier mein erstes Video hochgeladen, Let's Play Factorio, die allererste Folge, damals noch im 4:3 Format mit bescheidener Bild- und Tonqualität, um das mal so ausdrücken zu können. Ja, das war der Anfang und alles, was einen Anfang hat, hat unumgänglich auch ein Ende. Der eine oder andere hat es mit Sicherheit gemerkt. Es gab immer wieder längere Pausen, Projekte sind im Sande verlaufen oder fanden ein jähes, unerwartetes Ende. War das so richtig? Keine Ahnung. Genau das ist das, was einem YouTube-Gaming-Kanal überhaupt nicht gut tut. Inkontinuität. Und das ist ein sehr, sehr schweres Wort. Was ich für mich gemerkt habe, ist, ich tue mich unheimlich schwer damit, ein Videoprojekt über längere Zeit aufrechtzuerhalten und dann letzten Endes auch zu Ende zu führen. Ich habe von Folge zu Folge immer weniger Freude dran. Und das liegt halt nicht zuletzt daran, dass dieses zeitintensive Hobby, was ich hier betrieben habe, immer wieder mit dem wahren Leben kollidiert. Man kommt erschöpft von der Arbeit und hat so im Hinterkopf, du müsstest jetzt eigentlich noch eine Folge aufnehmen, du müsstest noch was schneiden, du müsstest noch was rendern, du musst ein Thumbnail noch zusammenbasteln. Und da ist dann dieses Muss, was dann im Hintergrund steht. Ne? Also man muss natürlich gar nichts, aber doch irgendwie schon. So. Und dann versucht man das Ganze irgendwie so ein bisschen aufs Wochenende zu schieben und denkt sich, okay, ich mache mir einen Plan, Samstag setze ich mich morgens hin, nehme 3-4 Folgen auf und schneide die dann, rendere die, bastel die Thumbnails, damit ich dann irgendwo an anderer Stelle diese Zeit, die ich dann dafür aufgebracht habe, dass ich dann noch ein bisschen Freizeit habe. Und es ist im Prinzip eine Spirale aus Dinge tun müssen, die sich dann aufbaut und das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen die Freude raus. Und das ist halt so dieser Wandel von, boah, ich habe jetzt richtig Bock, ein Let's Play aufzunehmen, zu, ich habe einen Kanal, da müssen relativ regelmäßig Videos kommen, damit das Ganze wachsen kann, damit das Ganze funktioniert und für mich auch dann mehr Freude macht, weil halt ein Feedback da ist, weil ein Anklang da ist. Und das wird dann immer mehr zum Muss und das passt halt einfach nicht. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, sprunghafter zu werden, was meine Game-Auswahl ausgeht. Das heißt, ein Spiel, was mich total hypt und wo ich eine Woche komplett durchsuchte, ist nach einer Woche schon irgendwie uninteressant geworden und dann ist dann wieder ein neues Game, was dann Spaß macht und wo ich dann lieber die Zeit investieren möchte. Und das passt halt auch mit dem Let's Play nicht zusammen, weil da ist es dann so, okay, du müsstest eigentlich Folgen aufnehmen, damit das Ganze weiterläuft, hast im Hinterkopf, aber eigentlich würde ich ganz lieber Spiel XY spielen und das merkt man, glaube ich, auch in den Aufnahmen und in den Folgen. Und das wird dann aus Freude an dem, was man tut, eher zu so einem Spießrutenlauf und das passt halt auch nicht. Es gibt so ein Sprichwort, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Den Zeitpunkt habe ich so ein bisschen verpasst. Wir haben 2017, 2018 so den Gipfel der Freude erreicht mit dem Factorio Let's Play und auch mit den Tutorials. Da war richtig was los auf dem Kanal. Da ging es richtig vorwärts. Da kamen teilweise pro Monat 200 neue Follower dazu. Es gab täglich im Prinzip irgendwelche Comments und das Ganze, das lief sehr, sehr gut. Und dann ist das Ganze wieder so ein bisschen abgeflacht, was auch vollkommen okay ist. Die Interessen gehen so ein bisschen auseinander. Leute, die gerne Factorio schauen, gucken nicht unbedingt gerne Minecraft und ich habe halt immer den Anspruch gehabt, so ein bisschen flächenmäßig was abzudecken und mehrere Games zu spielen und mich nicht auf ein Spiel komplett einzuschießen. Was dann zur Folge hatte, dass das Ganze wieder so ein bisschen abgeflacht ist, was aber auch gar nicht schlimm ist. Was bedeutet das jetzt konkret? Konkret bedeutet das, dass ich mich aus dem Dasein als Content Creator komplett zurückziehen werde. Das heißt, für mich auf jeden Fall, dass ich unabhängiger bin, dass ich freier entscheiden kann, wie ich meine Zeit verbringe. Und vor allen Dingen, ich bin selber wieder in der Position, Let's Plays und Streams zu gucken. Was die letzten 4 Jahre komplett gelitten hat. Also ich habe
weder Let's Plays noch Streams geguckt, bis auf ein paar Ausnahmen, aber so dieses frei entscheiden zu können, okay, ich setze mich jetzt an den Rechner und gucke mir einfach mal 4 Stunden einen Stream an, hat so in der Situation als Content Creator nie funktioniert, weil es irgendwo dann wieder eine Zeit war, in der ich auch hätte aufnehmen können. Und ja, jetzt mehr Dinge tun, die mir Freude machen, und ich muss da auch ein bisschen egoistisch sein, tatsächlich. Um jetzt noch ein bisschen konkreter zu werden, das ist tatsächlich das letzte Video auf diesem Kanal. Das heißt, Let's Plays hier auf dem Kanal werden nicht mehr stattfinden, hier kommen keine neuen Videos mehr. Dasselbe gilt für den Twitch-Kanal. Es wird keine weiteren Streams auf Twitch geben. Deswegen passt da auf und guckt, dass ihr eure Abos nicht weiter verlängert, weil da wird halt einfach nichts mehr kommen. Es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung auch für mich gewesen. Ich habe jetzt die letzten 2 Wochen halt intensiv wirklich drüber nachgedacht, und dieses Video, was jetzt hier gerade kommt, das wollte ich eigentlich schon vor 2 Wochen machen. Habe dem Ganzen noch 2 Wochen Zeit gegeben, um selber auch nochmal zu reflektieren und ob es das ist, was ich wirklich will. Und ja, es ist das, was ich wirklich will. Ich möchte aus diesem Content-Creator-Dasein mich zurückziehen und einfach nur Gamer sein. Einfach nur Gamer sein, meinen Job machen, Zeit mit meiner Familie verbringen und so weiter und so fort. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch allen bedanken für die großartige Zeit. Und genau das war es. Es war einfach eine großartige Zeit, eine unvergessliche Zeit, in der ich einige von euch ein bisschen näher kennenlernen konnte, in der ihr mich überrascht habt, in der ihr mich zum Schweigen gebracht habt, also sprachlos gemacht habt, nicht zum Schweigen gebracht, das hört sich irgendwie gefährlich an, in der ihr mich sprachlos und teilweise zu Tränen gerührt habt. Ich erinnere mich an einige Situationen, ich will es nicht weiter vertiefen, aber wow, vielen, vielen Dank dafür. Der Discord-Server wird bestehen bleiben. Das ist eine Sache, den werden wir behalten. Den werde ich ein bisschen umstrukturieren, werde das Ganze ein bisschen familiärer, ein bisschen privater machen und werde auch das Ganze auf ein Einladungssystem machen, dass, wenn wirklich jemand noch dazu stoßen möchte, dass wir das über eine Einladung lösen können. Ansonsten bleibt es halt mit dieser Community, mit dieser Familie, die wir geworden sind. Und den würde ich auch gerne behalten, den Discord-Server. Ja, um dieses Video dann noch so ein bisschen positiv ausklingen zu lassen, weil die Message ist ja eigentlich eine negative, schauen wir uns noch ein paar Highlights aus den letzten 4 Jahren an. Einfach nur, um nochmal zusammenzufassen, wie schön einfach diese Zeit war. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch zu danken für eure Zeit, für das Zuhören, gerade in diesem Video, weil es für mich sehr, sehr wichtig ist. Und auch für euer Verständnis, weil es ist halt eine Entscheidung, die ich jetzt für mich getroffen habe, die für den einen oder anderen vielleicht schwierig zu akzeptieren ist. Aber so ist es halt einfach nun mal, und das muss ich dann einfach jetzt für mich tun. Nochmal vielen, vielen Dank, und wir geben uns jetzt noch ein paar Highlights von YouTube und auch von Twitch, und ich bin raus. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Hallo, mein Name ist Krampfgarten und wir zocken heute eine kleine Runde Factorio. Es kommt vor, dass man gerade noch schnell was fertig machen will und plötzlich ist es dann 4 Uhr morgens. So, jetzt sind wir draußen in der Natur. Ich hatte ja bei dem Stoneheart Special 30 Abonnenten Video, wo wir einfach noch ein bisschen gezockt haben, habe ich ja angekündigt, dass ich bei 100 Abonnenten einfach mal meine Visage in die Kamera halte. Ich hatte nicht erwartet, dass das so schnell passiert. Deswegen ist das alles ein bisschen spontan. Ah, okay. Wenn wir das innerhalb von 4 Jahren schaffen, dann sind wir Meister. Nicht Meister gegen den Verschleiß, sondern Meister der Medikamente. Wir gehen in den Tiefflug. Gucken wir mal, dass wir hier... Bam! Das war die erste. Abschlusshilfe.
Dann drehen wir den Geier mal ein bisschen. Bam. Oh. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Bam. Und ein Treffer. So. Ah, die haben die Bombenzeit runtergesetzt. Cool. Das heißt, wir können jetzt richtig bombern. Ist das so? Komm her. Ich bin hier heftigst im Kreuzfeuer. Mal gucken, dass wir hier nicht vom Himmel geholt werden. Das Ding ist halt auch ein Papierflieger, ne? Also einmal mit der Zwille gegengeschossen, dann ist das Ding in 1000 Teile. Da muss man halt auch aufpassen. Gut, dass sie keine Zwille haben. So, Rock'n'Roll. Wir sollen hier Bordtürme verteidigen. Wir sind zu sechst. Sollten wir eigentlich locker flockig hinbekommen. So. Ich habe mich festgefahren, was soll das? Sehr schön. Einmal Abschusshilfe, einmal Spaß. Was ist das für ein Geschütz, was der da drauf hat? Also manche Dinger sehen echt komisch aus. Ich stehe jetzt hier vor dem Crossout-Stand, habe gerade noch mit einem der Entwickler sprechen können, wollte natürlich ein bisschen was rauskitzeln, was jetzt als nächstes kommt. Wir wissen ja schon, der nächste Patch bringt uns eine neue Fraktion, die mehr oder weniger die Supporter-Klasse mit ins Spiel bringt. Das heißt, wir werden Havas sehen, wir werden eine Art Flammenwerfer sehen, wir werden einen Strahl sehen, der die Cooldowns von den Waffen verbessert und im Gegenzug Gegner verlangsamen kann. Wir werden einen Strahl sehen, der den Gegner in die Schwebe bringt, dass er quasi bewegungsunfähig ist und noch viele, viele andere Sachen. Aber es sieht einfach so gut aus und es wird definitiv eins der Spiele sein, die mich richtig fesseln werden können. Wir haben hier eine kleine Bahnstrecke gebaut, hier einen neuen Bahnhof errichtet und der sollte jetzt eigentlich Mais hin und her fahren. Und das sieht einfach nur gut aus. Hier gehen jede Menge Infofenster auf, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber guckt euch das an. Bambus irgendwo? Ich muss jetzt mal... Hä? Bitte was? Choose your pet's name. Lumpen, Karl. Warum auch immer, ich habe gar kein Pet. Was? Bitte was? Hallo Klumpen Karl, wie geht's? Oh. Er guckt mich an. Jetzt hat er den Kopf in die Wand gesteckt. Kommst du jetzt mit mir? Kommst du jetzt mit mir? Clay! Also wenn Klumpen Karl mir jetzt folgt, ne?
Karl? Nee. Karl? Hallo? Oh. Da. Können wir bitte den ganzen Tag hier stehen bleiben und den Schreivögeln zugucken? Ja, bitte. Sehr gut. Und dazu läuft Apollo 440. Hervorragend. Oh mein Gott. Ist anstrengend. Kann das bitte mal einer klippen? Aber selbstverständlich. Moin Leute, wir sind der Krampfgarten, Boss Gaming. Und ich bin der Zeno. Und am 15.12.2018 werden wir 24 Stunden lang streamen für einen guten Zweck. Aber Zeno, für welchen guten Zweck streamen wir denn? Und was streamen wir überhaupt? Wir werden Spenden sammeln für das Kinderhospiz Sternbrücke in Hamburg. Das hat aber auch gedauert. Ja, ich kenne mich ja hier nicht so aus mit dem Spiel. Oh yeah, jetzt geht's. Boah, da läuft er mir auf. Der Song hat Bums. Gefällt mir. Glaube, ich weiß, was der Zeno hier baut. Na? Bums. Granados. Richtig. Und, ja, es sind ein paar Mods drauf. Ein weiterer Monat der Freude. Und vielen Dank, 24 Monate. Das sind 2 Jahre, Legolas. Du bist der absolute Knallertyp. Vielen, vielen Dank. Krass. Dankeschön.